Halleluja. Okay, danke Leute für den Tipp. Danke. Danke. Oh, sogar Original Dreck unterm Schuh. Und die merkwürdige mein Deutsch, was ist los? Die merkwürdige, mysteriöse Show, oder wie man sie nennen mag, Musik tritt wieder ein. Und ich will wissen, wo es lang geht. Denn ich will wissen, wo es lang geht. Ja, ich bin gesagt, Palme! Okay, wo sind wir nochmal? Ich glaube, wir sind in Kairo. Naja, ich habe ja gesagt, die Tulum-Moschee steht ja wirklich in Kairo. Die gibt's wirklich, also... Okay. Feinde. Na prima! Was hat... Hä? Ist das jetzt so Arschel-Quality? Ist das... Was ist das? Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich doch locker hoch. Was soll das? Was soll der Gang? Ich verstehe es nicht. Ja. Und jetzt? wenn nicht, muss ich zum Level des Drachen da zurück. Ich glaube, das hieß... Nee, das sind die... Das Tor zur Zitadelle, verdammt. Ja. Da ging es, glaube ich, an den Drachen und, glaube ich, verschiedene Abzweigungen. Und was ist das eigentlich? Sieht aus wie ein Tor. Okay, da gab es verschiedene Abzweigungen. Und da bin ich hergekommen. Da bin ich nicht hergekommen. Natürlich bin ich da nicht hergekommen. Das wäre ja auch ein bisschen fatal. Da bin ich gekommen. Was? Ich glaube, hier muss ich noch gar nicht hin. Was soll das? Ihr wisst wahrscheinlich, wie es weitergeht. Schön! Ich würde gerne... Ja! Nein! Okay, Ja, das war doch die Klappe, die ich geöffnet habe. Okay, vielleicht habe ich was übersehen. Ich gehe noch einmal... Ist das eine Leiter? Nein. Gut. Ja, mehr oder weniger. Verdammt. Ach so, ja. Man muss ja Duckentaste drücken. Bei Tomb Raider 3, wenn ich das mal so erwähnen darf, da duckt sie sich automatisch, wenn man einfach nur die Pfeiltaste oben drückt. Man muss nicht noch extra... Die Doppeltaste drücken. Nein, sie kriege ich nicht. Okay. Ah ja, hier liegt Munition, habe ich nicht gesehen. Ja, trotzdem. Trotzdem bringt mir es nicht. Es bringt mir Munition. Zum Erfreuen. Und ich erfreue mich dran. Und Lara erfreut sich und beglückt. Nein, das will ich nicht gucken. Das ist nicht mit der Munition beglückt. Lieber ich. Kannst du dich hangeln? Natürlich kann sie hangeln, aber ich würde gerne wissen. Es wäre jetzt unrealistisch, wenn es... Okay. Liegt ja was? Okay, optische Täuschung. Ihr macht mich wirre. Ich weiß nicht, wo lang ich soll. Ich glaube, ich muss wieder zurück zum Drachen. Nein, da rutscht sie runter. Ja, Leute, das ist wieder mal so ein toller Moment. Ich komme nicht weiter. Scheiße, ich hasse euch, Co-Design-Moment. Ich meine, wie würdet ihr das fühlen? Ihr denkt, ihr geht in ein Gebiet, wo ihr schon wart. Dann wart ihr noch nicht, auf einmal kommt so ein Typ rausgehockt. Gesprungen. Aha, ich war ja noch nicht bestimmt. Oh, meine Fresse. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ja, da geht's weiter, aber es war diese scheiß Schussanlage und ich glaube... Ja. Ich glaube, man kann die auch gar nicht. Die hat nämlich nicht so ein gutes Zelt. Hä?
da liegt etwas. Das ist gut. Wuhu! Jetzt los! Jetzt geht's los! So, ja, ich würde mal sagen... Fuck. Habe ich schon geschaut. Ist mega. Aha, die Grillmeister nimmt. Die Tourmoschee des Tod zur Zitadelle. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese drei Level solche Hin- und Herwechsel-Level sind? Wisst ihr warum? Weil man einfach wieder so in das vorherige Level gehen kann. Ohne dass irgendwie Volldepp das sagt. Ich weiß, dass ich jetzt. Wieso leckt es? Was? Okay. Nein! Autsch, das war mein Magen. What the fuck? Hilfe! Hilfe! Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Das ist... Ich höre irgendwas. Folgt bin ich aber noch nicht. Jetzt müsste so ein fieser Vorsprung kommen. Okay. Nein, wir spielen hier kein Horrorspiel. Wir spielen ein Adventure-Spiel. Wow! Juhu! Gut, ich komme nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich würde einfach mal sagen, ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Bis dahin. Ciao. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dumm und Dämlich. Heute mal wieder mit Lara Croft. Nein, ich will kein Nullspiel anfangen. Ja, ich will Tomb Raider für nochmal so gerne spielen. So, ich habe die Lösung für unser Problem umgeschaut, umgesehen und das war dasselbe. Und rausgefunden, was wir tun müssen. Alla hopp. Ihr kennt ja das Geschütz, was da steht. Ob ihr es glaubt oder nicht, es geht wirklich weiter. Als erstes... Vorwarnung. Nein. Wir müssen Maßnahmen treffen. Und rennen. Okay, wir werden getroffen. Nicht so schlimm. Gut. Wir sehen das Geschütz. Und Lauer spürt das auch. Wir spüren es zum Glück nicht. Also, jetzt wird ein kleiner Trick angewendet. Ansonsten könnten wir nicht weiter. Wir würden brennen. Was auch über Simfers. Okay. Ich bin mal gespannt, ob der funktioniert. Der funktioniert irgendwie nicht immer bei mir. Er hat funktioniert. So, wie ihr sehen könnt, das Geschütz ist immer noch ausgerichtet da, wo wir standen und kann uns hier nicht sehen, aufgrund, dass wir gekrochen sind. Deswegen kann es uns nicht sehen. Und wenn ihr nun guckt, da... ihr seht dieses Kastending, dieses runde Ventil hinter diesem Geschütz. Das müssen wir abtreffen. Abtreffen? Ja, wir müssen es anvisieren. Wir müssen... Ja, toll. Ich starte das Spiel unvorbereitet. Nein, wir müssen kombinieren. Die Revolver ausrüsten. So, jetzt geht's los. Jetzt ist Lara. So, wir müssen versuchen... okay. Das klappt nicht. Es ist gar nicht so... Ja. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht, mit dem scheiß Ding zu steuern. Komm. Ja, man drückt die Falltaste nach unten und es geht hoch. Nein. Komm. Ich stehe falsch. Ist ja egal, die Munition. Ich werde sowieso den Revolver nicht für nichts anderes nehmen, außer Dinge anzuvisieren. Ja, so klappt's perfekt. So, es ist explodiert. Gut. Logisch? Ja, ich denke schon. Reden wir nicht von Logik in dem Spiel. Ich meine, es ist Tomb Raider und ich denke mal, der Titel sagt schon alles. Ich meine Tomb Raider. Man sagt ja nicht unlogisches Tomb Raider. Man sagt ja auch nicht dumme Männer. Das ist nicht persönlich gemeint. Okay. Entschuldigung. Wir müssen, wenn das klappt... Ist auch egal. Wir kommen auch von hier hoch, nur ich bin zu faul, um... Ich wollte mir die Munition natürlich holen und... Perfekt. Nein! Waffen wechseln, denn jetzt wird's hot. Und ich rede nicht von Lara selbst. Okay. So,
Wenn ihr geradeaus geht, seid ihr des Todes. Ich werde euch gleich sagen, wieso, aber wir müssen hier runter und... Oh mein Gott. Es ist Gas. Kommt in das Gas und ihr erstickt automatisch. Ihr seid... Sprich, eure Lebensanzeige ist von 0 auf 100 tot. Von 100 auf 0 tot. Und da ist ein Freund. Hi. Der will uns irgendwie nicht hier haben. Ich weiß nicht wieso. Wir haben ihn bei seinem Lagerfeuer gestört. Okay, und ich habe zwei Dinge auf einmal getan. Ich habe gleich die Kiste zerstört, wo wir Schrotmunition finden. Okay. Bla bla bla. Schrotmunition. Gut. Und ein kleines Medipack. Danke. Und ein Feuerchen. Wir haben leider nichts zu essen. Wenn ich im Spiel wäre, würde ich Lara grillen, aber... Ja. Jedem das Seine, oder? Okay. Wir müssen... Jetzt. Und. Hopp. So, wärt ihr gerade ausgegangen? Wärt ihr da hingekommen? Und ihr seht, was das ist. Yo, ihr seht richtig, es ist schon wieder so ein Geschütz. Und da hinten steht jemand. Ich glaube... Gut, ich glaube, den können wir gar nicht von hier... Okay, wir können ihn von hier erreichen. Ich habe schon versucht, da oben durchzukriechen, aber sie lässt sich auf der anderen Seite aus irgendeinem Grund, der mir mal wieder unklar ist, nicht runter. Ich weiß nicht, ob das Bug ist, aber... Okay. Okay, das passiert, wenn man in den Rauch kommt. Rauch? Gas? Nebel? Okay, Nebel ist es nicht, aber ich weiß, dass hier Nebel ist. Das sieht irgendwie witzig aus. Ja, ich lach mich tot. Okay. Blub. Weiter geht's auf unseren Kreuzzug. Bah. Hä? Okay. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin sollen wir zuerst gehen? Wohin? Ist mir egal. So, wir müssen vorsichtig sein. Deswegen bin ich gerade auch in den Strahl reingegangen. Strahl? Nein! Ja, es ist egal. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier was. Ich hoffe, du lebst wirklich nicht mehr. Ha! Warte, ich weiß, ihn getötet hat. Gut, wir haben jetzt... Waffencode-Schlüssel. Genau, wir brauchen den. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch viel mehr. Unsere Mission ist noch nicht erfüllt. Ich speichere mal kurz. Okay. Speichern! Boom! Weiter geht's. Ich will das Spiel beenden. Ich sagte das Spiel beenden. Ich redete nicht von Laras Leben beenden. Ja, ich habe so eine Intuition für Speichern. Okay, durch hier. Der Strahl war weg! Egal, ich mache das gerne nochmal, weil ich diesen Ort ja auch so gerne sehe. Hallo? Ich nehme kein Medipack, ich bin hartnäckig. Jetzt. Ihre Beine! Ihre Beine! Ihre... Ich nehme Medipack. Okay, ich bin hartnäckig, ich nehme jetzt doch ein Medipack. Ich lasse mich mal... wenn ich überlege, wie lang das Spiel ist, dann könnte es vielleicht knapp werden. Das ist nicht ironisch gemeint. Es ist wirklich gemeint. Ich meine, 18 kleine Medipacks. Ich weiß nicht mal, ob wir die Hälfte geschafft haben. Ich weiß, ich habe null Überblick. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwie erinnert mich das an Tomb Raider oder das Angel of Darkness, wo man auch nicht durch das Gas durfte. Ah, an diese Stelle erinnere ich mich irgendwie. Ah, oh, mysteriöse Musik. Okay, 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 okay. Ja! Ihre Füße können... Gut. Jo. Und Keks. Hallo! Hey! Nein! Nein! What? Gut. Okay, was war das? Egal. Yo. Hey, oh, let's go. It's going down tonight. Hey, oh, let's go. Oh mein Gott. Ja, jeden Tag in her over. She's a lady. Und davon rede ich nicht von dir. Ja, und ich rede nicht von dir, Lara. Kaum zu glauben, oder? Die tolle Musik. Wenn Musik
eingesetzt wird, dann im richtigen Moment. Obwohl, es kam gerade in diesem Level zweimal Musik... Ich hab's verstanden. Zweimal Musikstücke. She's a lady. Okay. Du wirst uns nicht abknallen. Ich werde dich abknallen. Verstehst du? Wenn du mich nicht abknallen kannst, kann ich dich ja abknallen. She's a lady. Nein. Bips. Kiste! Großes Medipack. Bah! Okay. Was? Wieso? Bah. Hallo? Du kannst doch wo... Du wirst doch wo... Okay, sie kommt. Nicht so kommen! Das ist ja widerlich. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich noch ein Medipack nehmen sollte. Da brennt Feuer. Ja. Ja, ich glaube, das könnt ihr sehen. Ansonsten wäre es ein schlechtes LP. Okay. Hier konnte man doch... Hör auf. Hör auf. Irgendwo konnte man... Komm schon! Ja. Nein! Okay. Wo kommt der her? Hörst du... Hörst du mal auf? Hallo? Was tust du hier? Nein! Kannst du mir vielleicht sagen, woher du kommst? Ich meine, vielleicht kommt jetzt ein ganzer Armee und ich weiß es nicht. Okay, was haben wir bekommen? Wir haben ein Druckventil. Kombinieren. No. Okay. Ein Druckventil, eine Sicherheitskarte, Sicherheitskarte, ich meine Waffencode-Schlüssel. Ist da eine Taille durch? Nein. Okay. Sicherheitskarten, Waffen, no! Oh. Ein Waffencode-Schlüssel und ein Verteiler Spezialbenzin. Sieht doch gut aus! Aber das Spiel ist noch lange nicht beendet und ich weiß, wovon ich rede. Ich wette... Kann man... Ja komm, man muss das Ding umgehen können. Ich meine... Hallo? Ich renne jetzt garantiert nicht... Ich renne doch dahin. Ich nehme ein Medpack. Medpack. Obwohl ich mir nicht sicher... Ich wette, es beschießt uns und Laura ist sowieso wieder zu viel zu lahm aus, um aufzustimmen. Was ist los mit mir? Bitte. Es scheint friedlich zu sein. Ich tu nicht. Ganz ehrlich, ich will nur das Medipack aufheben. Komm schon, ich hab Familie! Das kannst du nicht machen! Ja, es beschießt uns nicht und ich schrei dich an. Also, ich... nicht hysterisch werden! Okay, ich denke, wir müssen wieder zurück. Denken ist gut. Aber ich weiß es. Denke ich jedenfalls, dass ich es weiß. Nein. Wo das Ventil ist auf einmal aus? Gibt es einen Grund dazu? Nein, gibt es nicht. Oder? Wisst ihr, wie mir das am Arsch vorbeigeht? Oh. Okay. Bams. She's a lady. Wuhu. Ich denke, wir haben alles. Und... Komm schon. Sie kann doch wo... Na gut. Wo bin ich hergekommen? Ich weiß es nicht. Will ich das wissen? Nein! Natürlich will ich das nicht wissen. Okay. Ja, nicht hysterisch werden. Ich werde Lara mal einen super Psychiater empfehlen, damit sie endlich mal aufhört, so viele Spiele in den Wahnsinn zu treiben. Denn ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass so viele an ihr leiden müssen. Dass Lara so viele in den Leid steckt. Dass Lara einfach so viel Geld in ihre Hotpants steckt und in ihre Pumpen. Und ich meine nicht in Pumpen im Sinne von, dass sie sich Implantate einpflanzt, obwohl ich das manchmal denke. Nein, nee, 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 nee. Das ist, so sieht's nicht aus. Ich denke, wir müssen jetzt... Ich denke. Ich weiß es nicht, aber ich denke es. Ich denke, wir müssen zurück zu den verletzten Typen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, dass wir hier kurz Pause machen.